Moin Moin und Hallo aus Hamburg-Horn. Nun ist der erste Monat des Jahres schon wieder rum. Die Zeit rennt, auch in der Politik, denn die aktuelle Legislaturperiode ist schon wieder zur Hälfte vorüber. Am Rande unseres Neujahrsempfangs im Rathaus habe ich den SPD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Dressel zur Halbzeitbilanz interviewt. Ja, wir haben jetzt ja quasi die Hälfte der Legislaturperiode rum. Im Februar ist die Halbzeit da. Was meinst du, wie sieht die Halbzeitbilanz der SPD aus? Absolut positiv. Wir haben wirklich die zentralen Wahlversprechen angepackt, können da auch wirklich Erfolge vermelden. Stichwort Kita, Kita-Ausbau, sind wir wirklich gut dabei und werden den nächsten Schritt jetzt auch am 1. August 2013 gehen. Studiengebühren abgeschafft, Landesmindestlohngesetz auf den Weg gebracht. Also wir können bei ganz vielen Sachen jetzt einen Haken machen, versprochen und gehalten. Und ich glaube, es gibt in Deutschland selten so eine Landesregierung, die so viel umsetzt von dem, was sie vorher den Menschen versprochen hat. Olaf Scholz hat ja auch das Thema Wohnung angesprochen. Wie sieht da die Bilanz aus? Da sind wir auch richtig gut dabei, wirklich auf der Überholspur. Über 8000 Wohnungsbaugenehmigungen fürs letzte Jahr. Jetzt wird richtig geklotzt und nicht gekleckert wie noch in früheren Zeiten. Die Saga baut wieder Wohnungen neu. Wir haben im sozialen Wohnungsbau zugelegt und. Die Bilanz kann sich sehen lassen und das ist, glaube ich, das zentrale Thema, wo die Stadt auch Ergebnisse sehen kann. Und jetzt... Spannend war die Diskussion mit dem ARD-Vorsitzenden und NDR-Intendanten Lutz Marmor. Bei einer Diskussionsveranstaltung des AK Medien der SPD stand er mir Rede und Antwort zur Zukunft des TV. Selbstverständlich ging es auch um die aktuelle Debatte um die neuen Rundfunkgebühren. Hierzu gibt es viele Fragen und es ist gut, dass der Staatsvertrag eine Evaluation nach einem Jahr vorsieht. Fakt ist aber jetzt schon, dass sich für die allermeisten Menschen nichts verändert und viele sogar weniger zu zahlen haben, zum Beispiel Wohngemeinschaften und dort, wo erwachsene Kinder noch bei ihren Eltern wohnen. In der Bürgerschaft gab es eine erfreuliche Nachricht zu dem von der SPD angeschobenen Pilotprojekt zu frei verfügbarem WLAN in Wilhelmsburg während der IBA und IGS. Hierzu habe ich für meine Fraktion gesprochen. Es zählt das Ergebnis und das Ergebnis haben wir nun hier auf dem Tisch liegen. Es gibt eine Vorlage, die heute hier eingereicht wurde, die ganz klar aufzeigt, wie jetzt mit dem Begehren der Bürgerschaft hier umgegangen wird. Und das ist dieses Ergebnis, was zählt. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle nochmal außerordentlich bei der Behördenleitung für diesen Schritt bedanken. Die Stadt kann nun im Rahmen der IBA-IGS Erfahrungen sammeln. Im nächsten Regionalausschuss bei uns wird die Hochbahn zu den ÖPNV-Verbindungen in Horn, Hamm und Rothenburgsort Rede und Antwort stehen. Hierüber werde ich dann im nächsten Monat berichten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Hans-Jörg Schmidt.